Ciao. Tschüss. Zack, bist du auf der Bühne. Dann tanzt der Xaver da immer vor. Zack, bin ich nervös. Funktioniert nicht mehr. Zack, 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 zack. Dann lass es aus. Ja, lass das Licht ruhig an. Meine Fresse, ey. Vor allem habe ich da echt die ganze Zeit, bestimmt jeden Tag 4-5 Stunden, die ganze Zeit irgendwelche Moves ausprobiert. Wegen der habe ich dann echt bei 3-4 Songs Schritte probiert und plötzlich ist alles weg. Dann stehen da 10-12.000 Zuschauer, gucken dir dabei zu, wie du auf der Bühne tanzen übst. Das ist echt nicht zu fassen. Ist aber auch echt hart. Dann sind da 4 Sänger, 2 Rapper. Alle können sich geil bewegen. Nur bei mir, ich mache mich immer zum Affen, ey. Echt heute ganz besonders. Wenn ich wenigstens Alkohol trinken könnte. Nix habe ich mehr. Das ist ja wahrscheinlich Sinn. Der ganze Spaß ist weg. Keine Laster mehr. Es ist nur noch. Ich weiß auch nicht. Ich könnte jetzt hier im Bus, könnte ich dir bestimmt 10, 12 Grooves vortanzen. Aber wo willst du bei dem Set halt eben auch dancen? Und Xaver macht halt eben, der hat halt eben seine Mega-Moves da drauf. Weil der kann halt eben alles. Das ist echt nervig. 20 Jahre habe ich irgendwie Headbanging gemacht und Stage-Diving. Beim ersten Konzert mit den Söhnen Mannheims habe ich irgendwie, dachte ich auch, jetzt machst du mal ein bisschen Stimmung, habe einen Schluck Wasser in den Mund genommen und hier erstmal in die erste Reihe gespuckt und die Gesichter jetzt mal sehen müssen. Das ist echt eine Umstellung. Oh Mann, ey. Ja? Ja, nee, was scheiße. Ja, ich habe die Moves alle schon wieder nicht drauf gehabt. Ja, mach ich. Ja. Ey, ich kann mich da jetzt nicht drum kümmern. Ich bin Künstler, ich hab echt meine ganzen Tanzschritte nicht drauf. Ich hab meine Einsätze verpasst. Ich bin ein dickes Nichts auf der Bühne momentan. Ja. Ja, wäre schön, wenn mir auch mal jemand helfen würde. Ruf mich nicht mehr an. Heute nicht mehr. Tschüss. Aber was soll's. Ich habe schon so geil gedanced. Es macht mich auch wahnsinnig. Du kommst irgendwo Backstage, dann habe ich meinen Tanzlehrer dabei. Den Xaver muss ich jeden Tag 1,5 bis 2 Stunden vortanzen. Der will halt eben auch nicht jeden Dance-Style auf der Bühne haben. Hallo! Komm mal wieder. Schlechte Nachrichten. Ja, es läuft nicht. Wie es läuft? Ja, ich. Was ich hab alles im Kopf. Ich sehe dich jeden Abend tanzen und denke dann immer irgendwie, ich weiß, eigentlich sieht das so einfach aus. Du fliegst mit den Armen und immer diese Two-Step-Geschichten. Also ich kenne diese, ich habe im Prinzip so 2, 3 Moves drauf. Also natürlich auch diesen, erstmal diesen einen, diese, weißt du, da komme ich dann so langsam rein. Und dann, wenn es mir vortanzt, geht es auch irgendwas. Und diese. Aber sind das denn, ist das denn 4/4? Ist das 5, 6, 7, 8, ja, dann ist 1, 2, 3, 4. Du machst es manchmal einfach da, wo du halt. Und dann halt eben diese. Auf dem Beat, wo dann bist du halt eigentlich woanders. Das ja, eben. Das ist ja im Prinzip. Da. Ja. Manchmal, wenn du das schon mal gesehen hast, der kann halt eben wirklich auf dem Bierdeckel, kann er wirklich schöne Lichter tanzen. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist alles so ein eigener Dance-Style. Das ist so Craig David meets Prodigy, würde ich sagen. Das ist also Two-Step,
Two-Step Squared. Weißt du, was ich meine? So zum Two-Step zum Quadrat. Also er findet halt eben seine neuen Moves. Und es ist ja nicht so, dass er irgendwie geil singen kann, mega gut aussieht und das würde ja eigentlich schon reichen. Eine Sache würde mir ja schon echt reichen. Würde ich auch im Hintergrund machen. Würde auch gerne irgendwie Background-Tänzer sein, aber tanzen kann er auch noch. Insofern ist das natürlich nicht ganz so wild. Das sieht dann ja keiner. Ja, die Leute achten ja nicht auf mich. Naja, irgendwo ist es auch gar nicht so wild. Aber es tut gut, sich ab und zu mal so ein bisschen den Frust von der Seele zu reden. Weißt du, was ich meine? Ich bin halt eben getriebener. Ich muss mich ausprobieren. Ich bin Lonesome Rider, Cowboy der Nacht bin ich. Ich fahre überall hin, ich bin überall am Start. Für meine Homeboys. Ist ja komisch, dass ich dann plötzlich alleine hier sitze. Wieso? Ich bin immer am Start. Für wen denn? Henning Wenland. Für Wenland? Ah. Ich bin der unbekannteste Superstar der Welt. Sind wir schon da? Ja. Alles ist heute drin. Ich muss, glaube ich, noch ein paar Dance Moves üben. Wo willst du denn jetzt hin? Gehst du noch in die Bar, oder was? Woher weißt du, wo die anderen alle sind? Ist hier noch jemand? In der Bar. Die anderen auch? Ja. Die anderen sind wieder saufen, ey. Mein Gott, scheiße. Nee, ne? Oh, nee, ne? Bayless. Ja, du machst mir Spaß, ey. Nur weil ich keinen Alkohol mehr trinke, heißt das nicht, dass ich nichts mehr mache. Seid ihr schon auf dem... Warum habt ihr mir denn nicht Bescheid gesagt? Ja, ich gehöre genauso zur Band dazu. Ja, jetzt hab ich auch keinen Bock mehr. Ich dachte, ihr seid alle im Hotel. Wir hätten ja noch irgendwie auch mit dem fetten Jammer abziehen können. Ja, alles klar. Ja. Ja, nun, Henning hier. Ja, ich weiß, wie spät es ist. Erstens hat mein Zimmer, habe ich hier nur ein Zimmer. Suite sieht ehrlich gesagt anders aus. Zwei Scheißhäuser. Und also, ich habe hier kein Arbeitszimmer. Ja, ich stehe morgen früh um 7 Uhr auf. Dann muss ich Bürokram machen. Da habe ich keinen Bock, irgendwie die ganze Zeit ein ungemachtes Bett im Rücken zu haben. Außerdem habe ich gesagt, ich brauche eine Spiegelwand. Ich muss tanzen üben. Jetzt kann ich gut hier vor den Fenstern tanzen. Ja, ist nicht so schlimm. Bist du auch noch in dem Club? Alles klar. Jo, bis gleich, ciao. Mann, ey! Scheiße, ey. Das sieht doch kacke aus, ey. Du siehst kacke aus.
Dance-Style finden, der zu mir passt. Ja, Room Service. Ja, ich hätte gerne 6 alkoholfreie Weizenbier. Dann die Gänsestopfleber. Den Beefburger mit Salat und Pommes. Und die Penne mit Gorgonzola-Soße. Ja, ist nicht so schlimm. Kann noch ein bisschen dauern. Danke, tschüss. Der Mann, der nie tanzen wollte.